Hoher Besuch in der Emmy-Fabrik in Luzern. Die beiden Skistars Nils Manni und Reto Schmidigo packen für einen Tag mit an. Sie wollen wissen, wie es bei Emmy zu und her geht. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass dass so viel dahinter steckt. Ich habe schon mir vorgestellt, dass es sehr viel Maschinenarbeit ist. Aber dass dann auch noch an der Maschine so viele Leute arbeiten, das habe ich nicht gedacht. Und ja, bin ich eigentlich sehr, sehr überrascht und ich habe einen anderen Eindruck als einen tiefgründigen Eindruck jetzt bekommen durch diesen Tag. Bei Emmy in Luzern werden Qualitätsprodukte im Sekundentakt gemacht. Emmy ist der Hauptsponsor von den beiden Jungstars, die dieses Jahr ins A-Kader aufgestiegen sind. Als Rennfahrer setzt Nils Manni auf Muskelkraft. Aber auch grosse Maschinen faszinieren ihn. Sehr eindrücklich sind sicher die ganzen Maschinen, die extreme Technik, die da ist. Und wie die Leute das müssen beherrschen müssen. Wie Störungen und alles, dass die da draus kommen. Nicht nur Maschinen faszinieren ihn. Der Nils Manni und der Reto Schmidigo sind vor allem auch dankbar, dass Emmy ihre Talente erkannt hat und sie sponsert. Ja, sicher kann mit der finanziellen Unterstützung sehr professionell trainieren. Dass ich nebendran nicht nur viel arbeiten muss, dass ich einfach wirklich auf den Sport konzentrieren kann. Und mit den vielen Produkten geben natürlich Kraft, für das Trainieren. Die Skirennsaison fängt jetzt an und vielleicht sieht man die beiden schon bald auf dem Podest an den grossen Rennen.